Nirvana Shatka. Erläuterungen zum Kirtan Nummer 404 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Nirvana Shatka ist ein Werk von Shankaracharya, mindestens ein Werk, das dem großen Vedanta Meister Jnana Yoga Guru Shankaracharya zugeschrieben wird. Es heißt die 6 Strophen zum Nirvana. Shatka heißt die Sechsheit oder Sextet, könnte man auch sagen. Shat heißt 6, Shatka heißt Sextet oder die Gruppe von 6 Strophen und Nirvana ist natürlich das Nirvana, Befreiung, das Verlöschen, das Loslösen von der Verhaftung an die Materie. Nirvana, Shatka sind also 6 Strophen zur Befreiung und mit tiefer Bedeutung. In diesem Werk werden alle verschiedenen Konzepte des Jnana-Yoga erwähnt. Und man singt gern diese 6 Strophen am Ende einer längeren Lehrperiode. In diesen 6 Strophen werden eigentlich alle wichtigen Begriffe einer Unterweisung im ganzheitlichen Yoga beschrieben. Und es wird einem danach gesagt, was auch immer du gehört hast über das Beschränkte, das bist du nicht. In der ersten Strophe zum Beispiel werden die 4 Teile des Geistes beschrieben, Manas, Buddhi, Ahamkara und Chitta. Es werden die 5 Wahrnehmungsorgane beschrieben. Es werden außerdem die verschiedenen Elemente beschrieben und wird dann gesagt, all das bist du nicht. Ein Yoga-Schüler lernt eben über den Geist, lernt über das Funktionieren des Geistes und wie er mit seinem Geist besser umgehen kann. Und dann heißt es, sei dir bewusst, du bist nicht dieser Geist, auch wenn es gut ist, geschickt damit umgehen zu lernen. Man lernt, die Sinneseindrücke zu würdigen und mit diesen Sinneseindrücken geschickt umzugehen. Und dann soll man sich bewusst machen, aber du bist nicht die Sinneseindrücke. Es ist gut, sich mit den Elementen auszukennen, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und welche verschiedenen Erfahrungen damit zusammenhängen, sich dann aber bewusst zu machen, du bist nicht diese verschiedenen Aspekte der Elemente. Es ist gut, mehr zu wissen über das Prana, über die Panchavayus, die 5 Manifestationen des Pranas. Es ist gut, sich auszukennen über die Saptadhatus, die 7 Bestandteile des Körpers. Es ist gut, sich auszukennen über die Panchakoshas, die 5 verschiedenen Hüllen. Und es ist gut, sich auszukennen über die 5 Handlungsorgane. Aber dann kommt wieder der Refrain, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, Satchidananda Rupa Shivoham Shivoham. Ich bin Shiva, reines Bewusstsein, sein Wissen und Glückseligkeit. Meine wahre Natur ist Chidananda, das heißt also Wissen und Wonne, Satchidananda, sein Wissen und Wonne. Und so geht es im ganzen Kirtan weiter, diesen Stotra, wie es auch genannt wird, also Nirvana, Shatka, alle verschiedenen Subthemen oder Subjekte des Wissens, alle verschiedenen Themen, die wir zum Beispiel auch bei Yoga Vidya im Rahmen der Yogalehrerausbildung behandeln, all die werden angesprochen im Nirvana Shatka und wird eben gesagt, sei dir bewusst, ich bin all diese Dinge nicht. Es ist gut, sich auszukennen mit allem Möglichen, aber am wichtigsten ist zu erkennen, Satchitananda Rupa Shivoham Shivoham, meine wahre Natur ist sein Wissen Glückseligkeit. Ich bin Shiva, reines Bewusstsein. Dieses Lied singen wir bei Yoga Vidya eben gerne am Ende von Ausbildungen, am Ende auch von einer Intensivwoche. Wir singen es auch öfters mal am Mittwoch früh, dann nämlich, wenn die Gäste in einem Ashram schon vertraut sind mit den verschiedenen Aspekten des Yoga und wir singen es gerne zusammen, gemeinsam. Es gibt von dieser Stotra verschiedene Weisen der Rezitation. Man kann es einfach rezitieren, man kann es auf verschiedene Melodien singen. Bei Yoga Vidya hat sich eine Melodie besonders durchgesetzt, die ich bei Swami Brahmananda in Rishikesh gelernt habe im Jahr 1992, als ich das erste Mal im Ashram war und wo auch eine intensive Vision von Swami Shivananda zur Gründung von Yoga Vidya im gleichen Jahr geführt hat. Aber natürlich Swami Brahmananda, der Schüler von Swami Shivananda, hat diese Melodie nicht selbst gefunden oder erfunden, sondern eine der alten Melodien, in der das Nirvana Shatka rezitiert werden kann oder gesungen werden kann.
Alle Informationen über Nirvana Shatka findest du natürlich auf unseren Internetseiten unter y-v.de/404-Nirvana Shatka. Oder geh einfach auf die Seiten des Yoga Vidya Kirtan Heftes und suche nach 404. Dort findest du zum einen mehrere unterschiedliche, wunderschöne Videoaufnahmen von Rezitationen dieses Kirtans und du findest auch weitergehende Erläuterungen und den vollständigen Text.